Wenn man sagt, was tut sich denn da auf dem Weg in die neue Arbeitswelt, dann hat man häufig so einen Startpunkt in der alten Arbeitswelt, die man kann sich richtig teilweise oder hier noch identifizieren mit dem armen Kerl. Was ist da los? Der ist festgebunden an diesem Schreibtisch, also hat einen festen Arbeitsplatz, der hat auch feste Arbeitszeiten. Es ist auch ausgeprägte Hierarchien, das heißt, das klassische Startpunkt ist, wir können ganz genau unterscheiden, ja, anhand des Organigramms, welche Abteilung haben wir, welche Namen stehen da, wer ist Chef, wer nicht, der Startpunkt. Ja? Unsere, diejenigen, die wir erfolgreiche Pioniere nennen, diese 6%, das sind Unternehmen, die sind bezogen auf diese Währung der Zukunft ganz klar vorne. Das ist Innovation, das ist aber auch Mitarbeiterbindung, das ist internes Unternehmertum und dann alles, was mit Speed, Agilität zu tun hat und hat auch die Gesundheit der Mitarbeitenden. Was schaffen die für Voraussetzungen verglichen mit den anderen? Und da sind wir direkt bei den weichen Faktoren. Wir sind direkt bei den Themen, wie gehen die mit der Energie um, was haben die für eine Führung da drin und wie steuern die die Zusammenarbeit. Genau diese Erfolgsvoraussetzungen haben die anderen haben das nicht. Können wir richtig toll sehen, einmal statistisch können wir es sehen und wir können es aber auch in der Arbeit mit den Firmen sehen, dass wenn die Voraussetzungen da sind beim Umgang mit Energieführung und Zusammenarbeit, mache ich einen Schritt nach vorne mit dem Thema, mit den gleichen Instrumenten, mit den anderen mache ich eins dahin. Auf normalsprachlich würde man sagen, zielorientierte Führung auf der einen Seite und inspirierende Führung auf der anderen Seite. Und die Grundidee ist, dass man das kombinieren soll. Und im Moment tut sich da gigantisch viel mit der Veränderung der Führung. Die Akzente verschieben sich. Ich nehme es vorweg, das Transformationale, wenn Sie das nicht drin haben und Sie gehen in die New Work Transformation rein, verbrannte Finger. Und das Schlimmste, wir zerstören mit der Art der Führung die Leidenschaft. Die Identifikation, den Stolz auf die... Das ist kein Nulleffekt, wir zerstören das. Gibt es Experimente mit Kindern, die sind wiederholt durchgeführt worden, wo Kinder aufhören zu spielen, wenn man sie dafür bezahlt und nachher die Bezahlung rausnimmt. Weil die Leidenschaft, die Begeisterung für Spielen weg ist. Können Sie sich vorstellen, was passiert? Deswegen... Diese Art der Führung ist den meisten Unternehmen überdominant ausgeprägt im Performance-Management abbauen. Das ist gut. Im Rahmen von Unbossing, so heißen ja diese Prozesse, wo man Hierarchie, Bürokratie, solche überstriebenen Management-Systeme aufbaut, abbauen. Aber ich sage zu einem angemessenen Minimum, ich würde das nicht komplett verteufeln. Menschen brauchen eine Orientierung. Die sind anders sozialisiert, wir überfordern sie und es ist nicht egal, welche Leistung rauskommt.